Willkommen bei Yvonne und die Maus raus und ich habe einen riesengroßen Barbara Box Adventskalender für euch hier. Ich habe ja gesagt, ich habe viele bestellt für meine Verhältnisse. Immer alles selbst gezahlt, selbst gekauft und unbezahlte Werbung. Das am Anfang dazu. Dieser kostet im Normalpreis 119 Euro, wobei er eigentlich gar nicht ohne Code verkauft wird. Also im Prinzip habt ihr dauerhaft immer irgendwelche Codes, womit ihr den Preis reduzieren könnt. Dann können sie ihn eigentlich von Anfang an ein bisschen günstiger anbieten. Ich habe ihn mit 50% Rabatt geschossen. Das heißt, es sind ungefähr 60 Euro, sind unter 3 Euro pro Türchen und von daher bewerte ich das so ein bisschen mit Rabatt, weil es gibt ja eigentlich immer Rabatt dazu. Von daher ist das ganz okay. Ja, und wir starten auch schon ganz schnell mit der Nummer 1. Ich bin jetzt so nicht die Beauty Queen hier auf YouTube. Ich bin eher so Schmuck und so welche Sachen. Aber ich finde natürlich so ein Adventskalender, gerade wenn es tatsächlich günstig ist zum Schluss, finde ich es eigentlich ganz gut. Also da könnt ihr eben wie auch Glossy Boxen und die Pink Box könnt ihr günstig Produkte shoppen. Ne? Wir haben hier von Dr. Hauschka einmal einen Highlighter. Der sieht im Ganzen so aus, ist schon relativ hell. Wir können hier so ein Swatch draufziehen. Seht ihr das? Warte, ich mache es nochmal. Ich habe tatsächlich heute mal zum ersten Mal so ein Ringlicht an. Früher habe ich das öfters und dann habe ich aber immer gemerkt, dass das Ringlicht sich in den Äuglein so und seitdem, dann habe ich das aufgehört. Ne? Aber ich habe gestern dann mein Pinkbox Adventskalender Video und habe so gedacht, boah, du bist aber ganz schön hell. Ne? Gut, die Nummer 2. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Die Nummer 2 sieht im Ganzen so aus und bevor ihr mich fragt, es sind keine Sprüche drauf drin oder dazu geschrieben, es ist einfach nur die Produkte. Da haben wir La Vie Belle von Lancôme, ihr wisst das, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von La Vie Belle, weil ich mag diese Firma und diesen Duft sehr gerne. Ich mache ihn einmal auf. Ja, der ist eben einfach unfassbar gut. Ja, ich liebe sowas, ne? Aber witzig ist auch, dass die nur das Parfüm reinmachen, ohne irgendeine Beschreibung. Also ich finde dazu keine Beschreibung, nur so ein Druck drauf. Aber ich finde das gut. Also so ein Pröbchen finde ich tatsächlich in einem Adventskalender, so eine Miniatur finde ich richtig gut. So, und ich will eigentlich noch mehr Pröbchen. Deswegen habe ich mir speziell auf Grund Videos vom letzten Jahr habe ich mir zwei Adventskalender gekauft, wo ich hoffe, dass da relativ viele Parfümproben drin sind. Die zeige ich dann hier auch. Die Nummer 3. Ich habe dann gestern gedacht, wie ich das Video von gestern gesehen habe mit Pinkbox, habe ich so gedacht, oh, okay. Die müssen auch manchmal wissen, was du denkst. Irgendwie redest du manchmal ein klein bisschen so. Da muss man 3 Gedankenschritte weitergehen. Einmal von der Firma Camille. Und zwar ist das eine Hand- und Nagelcreme ohne Mikroplastik, mit Bio-Kamille, ist vegan. Also es ist ein gutes, brauchbares Produkt. Die ersten 3 Türchen sind auf jeden Fall top. Gestern der Adventskalender von der Pinkbox für 45 Euro hat mir nicht hundertprozentig zugesagt. Warum? Das ist auch sehr einfach zu argumentieren. Mich hat es ein bisschen gestört, die Pröbchen da drin, also diese ganz, ganz kleinen Probedinger. Hier haben wir die Nummer 4, weil ich finde schon, dass eine Box wie Pinkbox, die auch richtige Pinkboxen rausbringt, schon da Originalgrößen reinhauen kann. Also jetzt so größere Größen, muss nicht ganz groß sein, aber ein bisschen. Salthouse Totes Meer Intensiv Creme Forte, reichhaltige Spezialpflege für Körper, Gesicht und Hände. Sowas ist natürlich sehr, sehr schön mal zum Austesten. Ich kenne die nicht. Ich kann mir gut vorstellen, bei so, ich sag mal, Winterwetter, wenn es so ein bisschen kalt ist, ist sowas wie Totes Meer. Das weiß man ja auch, diese ganzen Cremes und Salben, dass die relativ gut sind. Und von daher finde ich es ein gutes, brauchbares Produkt. Die Nummer 5. Die Nummer 5 ist tatsächlich wieder sehr leicht. Und da haben wir tatsächlich mal wieder eine Probe drin und zwar von Asam Collagen Lift für das Dekolleté. Das finde ich tatsächlich ein Produkt, was, wenn ihr bei Asam bestellt, sowieso gratis immer gratis da on top drauf kriegt. Ist jetzt so meine Meinung. Oder es kostet vielleicht 1-2 Euro. Es ist nicht das Produkt, was mich unbedingt hecht. Aber wir hatten jetzt schon Hauschka da drin. Meine Miniaturprobe. Eine Handcreme. Also von daher ist alles in Ordnung. Gut, dann machen wir die Nummer
6. Wir sind bei Nikolaus und ihr wisst das, 6 und 24 sind einer der Türchen, wo man tatsächlich Großes erwartet. Ist einfach so. Da müssen wir auch mal ehrlich sein. Und da haben wir tatsächlich wieder eine Palette von Larizzi Cosmetics. Ich kenne diese Firma als Kosmetikfirma gar nicht. Ich habe auch noch nie von der gehört. Das ist eben ganz gut bei so Boxen, dass ihr neue Firmen kennenlernt und neue Produkte. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Ihr habt dann auch das Ringlicht, was sich da ein bisschen so reinleuchtet. Aber ich sah gestern so hell aus. Nee, nicht nochmal. Okay, so sind die Farben. Es sind so schöne Brauntöne, nudige Töne. Sehr, sehr große Formen sind das. Das hat mich tatsächlich jetzt so ein bisschen überrascht. Hier hinten ist nochmal beschrieben, welche Farbe was ist. Aber es sind gute Basic-Farben. Also wenn ihr zum Beispiel ein einfaches Make-up mit nudigen Farben wollt, dann würde so eine Palette tatsächlich auch ausreichen, um euch zu schminken. Und ihr könntet eben diese Firma testen. Also von daher ein gutes, brauchbares Produkt. Ja. Dann sind wir auch schon, also für Nikolaus tatsächlich ein Top-Türchen. Ne? Man muss ja auch mal offen sein für neue Firmen, neue Marken. Also so ein Adventskalender bietet eben auch an, dass ihr euch eben auch an Marken rantraut, die ihr sonst vielleicht nicht gekauft hättet. Was wir jetzt hier drin haben, ist von Sven Jack. Und zwar ist das so ein Power-Riegel, sage ich mal, so ein Power-Müsli-Riegel. Es ist jetzt nichts, was mich kecht und ich finde auch, dass das jetzt nicht unbedingt drin sein müsste, dieser Riegel. Aber, na, ich weiß es nicht. Das sind so eher, hätte ich das in Food-Adventskalendern, aber die Barbara Box ist, glaube ich, immer so mit Sekt und Food kombiniert. Von daher passt es eigentlich zu deren Thema. Aber was mich gestört hat in dem Pinkbox Adventskalender war auch, dass da nichts Weihnachtliches drin ist. Also das fehlt mir dann ein bisschen so der weihnachtliche Touch. Schokolade für mich, ne? Immer Schoki. Okay, Gummibärchen. Gummibärchen mag ich auch. Das nächste ist einer der Sachen, die eigentlich immer in den Adventskalendern sind. Also 400 Euro wert hat dieser Adventskalender. Es ist Avant, Rose Quartz, Haar, Hyaluronic, Sweet Almond, Avocadoöl. Also es ist eine Creme von Avant. Ich muss sagen, die ist schon sehr hochpreisig vom Wert her. Sie wertet auch immer Adventskalender relativ hoch auf. Aber es ist jetzt ein Produkt. Sie tun im Prinzip fast immer das gleiche Produkt in die Adventskalender. Leute, ihr könnt uns auch mal was anderes reinpacken. Dann können wir das mal so ein bisschen durchtesten. Also das hat man eben jetzt auch in dem Pink gehabt. Ja, das haben wir jetzt in dem Barbara gehabt. Das ist ein bisschen schade. Die Nummer 9. Wäre dann das Türchen hier vorne. Und da haben wir drin von Chavens einmal ein reife Haut Anti-Age Konzentrat. Reduziert, faltend und erhält die Hautfeuchtigkeit. Das ist ein gutes, brauchbares Produkt. Das ist mit Q10. Das ist ja gerade auch für reifere Haut sehr sinnvoll, finde ich. Und die Proben, also hier die kleinen Dinger könnt ihr sehr gut ein paar Tage verwenden. Also das ist schon ein gutes, brauchbares Produkt. Und man muss immer dazu rechnen, klar, sagen sie, Originalpreis 119 Euro, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das jemand kauft für diesen Preis, weil es gibt die Sachen ja eigentlich immer mit Codes. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man da den Originalpreis für ausgeben möchte. Und, das habe ich vergessen bei meinem sag mal hier meinem Pinkbox Adventskalender zu sagen, wartet mal ein bisschen ab. Oft macht auch diese Firma hier, macht die Möglichkeit, dass ihr im Jahresabo so einen Adventskalender hier gratis kriegt, wenn ihr eben zum Beispiel entweder die Pinkbox oder die Barbara Box abonniert. War zumindest letztes Jahr so. Nur, dass ihr da auch schon mal drüber informiert seid. Wir haben hier einmal einen Fußbalsam. Das ist tatsächlich ein Produkt, das hatte ich, glaube ich, mal in der Pinkbox in ähnlicher Form drin. Ich muss sagen, ich finde, für den Winter ist genau eine Pflege für die Füße richtig, richtig gut. Also von daher finde ich es ein gutes, brauchbares Produkt. Ist okay, haut mich nicht um, aber ich finde es okay. Ich glaube, aber schon allein Hauschka hat ein bisschen bei mir rausgerissen und hier La Vie Belle auch. Ich hoffe, es war jetzt tatsächlich der Duft. Sonst stehe ich da. Okay.
Okay, und dieses Video mache ich tatsächlich eigentlich nicht für die große, breite Menge, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, das guckt da gar keiner, weil die großen Kanäle haben ja schon vor ewigen Zeiten das ganze Unboxing gemacht. Ich mache es einfach hier für die Leute, die noch Bock drauf haben. Hier haben wir zwei, ich sag mal, Tester-Tester-Größen. Ich muss dazu sagen, ich finde es einfach das falsche Produkt, so ganz, ganz kleine Probiergrößen, da hätten sie lieber was anderes reinstecken sollen. Man kann es brauchen, man muss es aber nicht. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch gestern den Pinkbox, war nicht so begeistert, wobei ich auch nur 45 Euro gezahlt habe, von daher ist wieder alles korrekt. Aber ich stelle mir immer so vor, wenn du das kaufst mit so 30-40%, dann hast du ja wesentlich mehr bezahlt. Dann ist es schon wieder ein bisschen schade. So, die Nummer 12. Die Nummer 12 packen wir doch mal zweimal in die 23, einmal unten, einmal oben und stellen fest, dass auch so eine Firma Fehler machen kann in der Gestaltung eines Adventskalenders. Leute, checkt bitte euren Adventskalender wegen den Türchen, ob die tatsächlich durchgehend bis 24 sind. Wir öffnen einmal die 23 und später nochmal liebevoll die 23. Gehört einfach dazu. Wir haben einmal von der Firma Kess und zwar ist das ein Brown Day Mascara. Also Mascara ist da drin in der braunen Farbe, was für viele, glaube ich, mal interessant sein könnte, weil man ist doch schon sehr auf Schwarz inzwischen aus. Und dann wäre es doch mal schön, noch mal einen braunen zu probieren. Seht ihr das? Das sieht doch echt gut aus. Also ich weiß es gar nicht, ob ich das probieren möchte, weil ich das gar nicht gewöhnt bin. Mein Leben lang nehme ich schon immer schwarze Mascara. Also das ist etwas, was ich immer gemacht habe. Schminke nicht so sehr, aber Mascara war mir schon immer wichtig. Und von daher finde ich es ein gutes, brauchbares Produkt. Und Kess ist definitiv eine sehr, sehr gute Firma. So, dann haben wir die 2312. 2312. Dann kommt es ja auch vor wie 9,5 bei Harry Potter. Die 13 ist 3. Die 13 gewinnt durch ihre Gestaltung. Schaut euch das an. Es ist mit ganz vielen kleinen Herzchen. Das ist tatsächlich sehr niedlich. Ich würde sagen, das mache ich auch einmal auf. Und ich weiß, dass zum Beispiel eine Freundin von mir allein das Design dieser Firma mega, mega hübsch findet. Also die Gestaltung oft. Aber das hat ein bisschen auch nachgelassen. Und zwar sind wir bei Tats. Und zwar Don't Blush Me Blush. Das ist ein Blush, der sieht tatsächlich so aus. Das ist sehr peachig in der Farbe. Finde ich aber tatsächlich sehr schön. Wir machen auf dem Handrücken mal so einen Swatch hier hin. Und ihr seht schon, wie schön das rüberkommt. Also es sieht ein bisschen heller noch aus in dem Video als auf meinem Handrücken. Es ist ein bisschen dunkler. Und Tats hat hier auch zum Beispiel so Magnetverschluss. Das finde ich auch ganz süß. Es gefällt mir auch so von dem Packaging. Finde ich ein gutes, brauchbares Produkt und ich kaufe mir tatsächlich auch nach Weihnachten oft noch Adventskalender, wenn sie reduziert sind. Also, weil es gibt dann auch wirklich richtig, richtig gute Adventskalender später noch zum Kaufen. Finde ich wirklich gut. Also, weil da kannst du einfach nur mal Produkte für ganz kleine Beträge nehmen und tatsächlich rechnet ein Adventskalender durch 24. Das ist nicht mehr so viel. Die Nummer 14. Kleinen Moment. Die ist direkt neben der 13. Das ist ja ein Ding hier. So, die ist schon wieder schwerer. Ihr hört das schon. Das plackt so ein bisschen. Ach Gott. Ja gut, das hatten wir gestern schon in dem Adventskalender, aber in einer anderen Sorte. Hier haben wir die gleiche Seife wie gestern, aber tatsächlich mit Lemongrass. Wenn ihr das Ding hier rausnimmt, und die Dose riecht. Das riecht so schön nach Lemongrass. Ich weiß nicht, ob ihr den Duft kennt. Ich weiß, dass viele auch irgendwie sagen, so Lemon, Zitrone, das ist mir zu sehr Reiniger. Aber ich mag den Duft. Ich finde den wirklich toll. Und wenn oben meine Seife leer ist, werde ich diese hier austesten. Definitiv. Gerade die mit Lemon. Eher noch als die mit Lavendel. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Und das hat ja alles immer seinen Wert. Von daher ist das Ganze in Ordnung. Die 15. Haben wir hier. Okay, hier haben wir eine Bullrich Heilerde Maske.
Spendet der Haut Feuchtigkeit, erfrischend und belebend für glatte und straffe Haut. Also es ist alles so ein bisschen auch reifere Haut orientiert, was ich gar nicht so schlecht finde, weil ich glaube, Barbara Box spricht dementsprechend reifere Hauttypen an. Ich finde das ganz gut. Ich finde das ein gutes, brauchbares Produkt für viele, für, ich stehe nicht so auf Tuchmasken, aber viele andere tun es. Von daher ist alles gut. Die Nummer 16. Dum, 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 dum. Oh, großes Türchen. Ich liebe große Türchen, ne? Wenn die dann noch bis oben hin voll sind, ist das schon echt mega. Und dann schaut mal bitte hier. Das ist tatsächlich ein Produkt und zwar. Die Firma kenne ich nicht, aber es sind vegane Burger. Und zwar bestehen die aus Basis von Erbsen und Jackfruit. Mix für vegane Burger, Bio-Burger. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Leute, ganz ehrlich, was sucht das Produkt in einem Adventskalender? Also jetzt nicht ein veganer Adventskalender. Du kannst ja gerne sowas anbieten, auch in veganen Adventskalendern. Ich finde aber persönlich, und das ist jetzt nur meine Meinung, und ich sage immer wieder unter meinen Videos, Leute, ihr könnt mir auch gerne eure Meinung dazu sagen und eben sagen, ihr findet das ganz toll, dass ihr das mal ausprobieren könnt und so. Das ist für mich vollkommen okay, so wie ich auch sage, dass ich finde, da hätte jetzt für mich tatsächlich, bisher habe ich noch keine Süßigkeiten, keinen der Adventskalender und ich liebe Süßigkeiten, das hätte schon drin sein können. Aber gut, mein Sohn, der ist ja jetzt vegetarisch, vielleicht will er das mal ausprobieren, aber er mag eigentlich auch keine dementsprechend auf Erbsenproteine, sondern eher auf Weizen. Von daher weiß ich noch nicht, was ich damit machen soll. Die 17. Oh, 17 ist ganz, ganz groß, Leute. Moment. Und es ist die Barbara Box Box. Box, Box, Box. Und es ist auch schwer. Das größte Produkt wahrscheinlich in diesem Adventskalender stammt von Alverde. Und zwar haben wir ein ProClimate umweltneutrales Handeln Creme Öl Lotion mit Arganöl und Mandelöl. Sowas finde ich ein schönes Produkt. Es ist in Full-Size-Größe. Was liegt mit Sicherheit so um die 5 Euro? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ihr mir dann immer ganz schnell drunter schreibt, wie viel sowas tatsächlich kostet. Auch Hauschka wahrscheinlich und so. Aber es spielt ja keine Rolle. Der Wert insgesamt zum UVP, muss man immer dazu sagen, liegt der bei 400 Euro. Ihr macht so oder so einen guten Deal. Nur es gibt richtig geile Deal, ne? 50% Rabatt. Oder eben über so ein Jahresabo und dann gratis noch dazu. Finde ich auch mega, ehrlich. Okay, finde ich auf jeden Fall gut und sowas passt auch in einen Adventskalender. Definitiv von Alverde ist schon richtig gut. Dann die Nummer 18. Und wer jetzt mal irgendwie sagt, so, okay, der gefällt mir nicht ganz und es sind Produkte drin, die gefallen mir nicht. Ich habe dieses Jahr jeden einzelnen Adventskalender, der veröffentlicht ist, wurde geschaut. Also, ob es dann auf den Seiten war, ob es dann in Links war, in Videos war. Es gibt für mich keinen perfekten Adventskalender, auch im Beauty-Bereich. Also, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Es ist sehr schwierig, weil selbst welche mit 200 Euro haben Proben drin oder kleinere Größen oder Reisegrößen. Hier haben wir ein Spiel drin für Erwachsene ab 16 Jahre. Und zwar ist das so ein Schnupperspiel. Okay, heiße Fragen und überraschende Antworten. Ja, das ist jetzt vielleicht ein Spiel für Erwachsene, Jugendliche, Kinder. Ich weiß es nicht, also Kinder mal rausgenommen, Jugendliche. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ich kenne das ehrlich gesagt auch nicht und ich habe es auch noch nie gehört. Eine Sache, die wahrscheinlich an mir vorbeigegangen ist. Sowas landet dann in Verlosungsboxen, dann soll der Nächste vielleicht seinen Spaß an diesem Spiel haben. Die Nummer 19 ist ein relativ leicht, sehr leichtes Produkt, okay? Also sehr, 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 sehr leicht. Etwas, was ich richtig, richtig schade finde, sind diese hier. Das sind diese, die hatte man auch in der Pinkbox drin. Und also ihr kriegt natürlich für diesen Code etwas. Das müssen wir jetzt ganz ehrlich sagen. Also ihr geht ja nicht leer aus. Ihr kriegt ja nicht den Code und kriegt nichts, sondern ihr kriegt 110 Euro geschenkt. Bei dem Pinkbox waren es 89 Euro, meine ich. Und zwar kriegt ihr anscheinend, ich glaube, diese Produkte. Ich werde es mal schauen. Ich habe das gestern nicht mehr geschafft und wollte mir das in Ruhe angucken. Ich muss dazu sagen,
Da kann man auch ganz ehrlich in das Türchen, kannst du wenigstens ein bisschen Weihnachtsschoko für mich reinpacken. Ne? Also das wäre jetzt so meine Art von Adventskalender. Also man muss es ja nicht wirklich so leer laufen lassen, weil ihr macht dieses Türchen auf und habt dann nur diese Karte. Bis das Produkt da ist, ist ja schon Weihnachten vergangen. Das ist doch hier schon Nummer 19. Also, oder man packt es in die ersten Türchen, dann hat man es wenigstens bis Weihnachten. Aber bei der Vielzahl, die verkauft wird, wird das auch sehr schwierig sein. Da kommt mein Sohn. Ich hoffe, der stört mich jetzt nicht. Gut, die Nummer 20 haben wir hier vorne und wir gucken direkt mal rein, was drin ist. Und da haben wir von der Firma Just Spices einmal Zucchini-Gewürzmix. Das heißt, damit könnt ihr im Prinzip Aromen auf euren Auflauf machen und so weiter. Ich muss sagen, ich habe ganz viel von Just Spices in den letzten Jahren gehabt. Ich habe nie den Adventskalender von denen gehabt, aber ich mag die Produkte sehr gerne. Und was ich dazu jetzt sagen kann, ist, dass ich das einfach das falsche Produkt in diesem Adventskalender finde, weil es gibt so viele, das sind so italienische Allrounder, da gibt es Pasta-Gewürze, das ist ja auch alles fleischlos oder so. Man muss ja nicht, das ist sehr, 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 sehr speziell, finde ich. Also ich weiß gar nicht, wir essen die kaum und dann hätten wir das ganze Jahr rumstehen. Ich glaube, da bräuchten wir 5 Jahre für, bis das verbraucht ist. Deswegen finde ich das persönlich nicht das ideale Produkt. Aber so ein Gewürz kostet schon locker 5 Euro. Also preislich seid ihr definitiv gut bei. Und wenn ich es nicht brauche, kann man zum Beispiel in der Familie weiter verschenken, ne? Ist ja kein schlechtes Produkt, ne? Ist nur eins, was ich jetzt selber nicht viel mit anfangen kann. Die Nummer 21, kleinen Moment. Och, das ist schon wieder hier mit kleinen süßen Herzen. 21. Ja, bei der Pinkbox ist ja auch ein klein bisschen schade, dass das, was sie beworben haben, nicht tatsächlich in diesem Pinkbox Adventskalender drin war. Weil vor über einem Monat kamen ja die offiziellen Videos, sponsert bei Pinkbox, sage ich mal, mit dem Inhalt des Adventskalenders. Der ist aber tatsächlich ein bisschen anders als das, was jetzt. Also es sind nicht viele Produkte, die ausgetauscht wurden. Ich glaube nur 3 oder 4. Aber ich kenne viele Leute, die das sehr schade empfinden, dass die Produkte nicht drin sind. Weil sie eben aus dem Grund dann auch diesen Adventskalender gekauft haben. Ne? Wir haben hier einmal von Dermarolla eine Maske. Das finde ich ganz gut. Also Masken, ich kann nur für andere sprechen, bei denen ich mitbekommen habe, dass die diese Produkte toll finden. So müssen wir das Ganze verpacken. Auf jeden Fall gutes, brauchbares Produkt. Yes. Und ich mache im Moment die Videos nicht um irgendeine Uhrzeit hoch, sondern ich mache mal da ein Video hoch und mal da, so wie ich es beruflich im Moment schaffe. Weil Adventskalender versuche ich schon relativ schnell hochzuladen, weil ich einfach weiß, dass sich andere noch schneller als ich hochladen. Ihre Videos, mein Gott, was ist denn das für ein gegrisselter Satz, ne? Auf jeden Fall weiß ich, dass viele andere YouTuber ihre Videos ja hier, Barbara, schon vor Tagen hochgeladen haben. Und von daher versuche ich das dann einfach irgendwie hochzuladen. Das wollte ich tatsächlich sagen. Wir haben hier einmal ein Physiogel Calming Relief, eine Handcreme. Das ist ein gutes, brauchbares Produkt. Schaut mal bitte hier. Die Firma kenne ich gar nicht. Kennt ihr die? Also sagt mir jetzt nicht so viel. Und das hier ist ein unverkäufliches Muster. Das ist auch ganz witzig, dass das da drauf steht. Ja, das ist auf jeden Fall ganz süß. Kann man brauchen, ist aber die zweite Handcreme in dieser Box. Das ist schon echt viel. Die 23 ist die doppelte 23. Wir haben hier einmal 23. Und zweimal 23. Hier hatten wir ja einmal von Kes den Mascara drin. Und dann machen wir das hier einmal auf und freuen uns über noch ein Mascara von Kes. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn der 12 oder 23 normalerweise für ein Produkt, was ich jetzt tatsächlich hier nicht bei habe. Das weiß ich jetzt nicht, ne? Aber es ist natürlich sehr witzig, weil Kes ja, glaube ich, eine gute Firma ist, dass das Produkt jetzt doppelt drin ist. Aber es ist ja braun, ne? Wäre das jetzt schwarz, wäre das ein schwarzer Mascara, würde ich mich um 3-mal mehr freuen über dieses Produkt. Trotzdem finde ich es gut. Also ich finde es einfach witzig. Ich schaue jetzt erstmal ein YouTube-Video, was in der 12 oder 23 drin ist, um das eventuell
die Firma mal anzuschreiben, das weiß ich noch nicht. Die 24 war bei der Pinkbox ein Schmuckstück, wo ich es eigentlich relativ schade fand, dass es in der 24 ist, weil es war ein Adventskalender-Schmuckstück von einer anderen Firma von dem Jahr davor. Ich habe es auch in dem Video gesagt, dass ich, und tatsächlich in den Werbevideos, die ja online gingen für diese Pinkbox Adventskalender, da war das alles auch sogar noch mit Originalverpackung, also mit diesem Schächtelchen von, komm, sagen wir es mal, Purelay, ne? Die hatten das tatsächlich noch in der Schachtel und dann dieses Schmuckstück von den Adventskalendern. Und wir hatten ja hier einfach nur diesen Jutesack. Und dann, das war auch schade. Das gibt auch nochmal ein bisschen das Gefühl, dass es einfach nur ein Produkt aus einem Adventskalender ist. So wäre das vielleicht ein bisschen hochwertiger angekommen. Da die 24 beinhaltet ein Barbour-Produkt. Und zwar sind das die Ampullen, die wir auch in einem anderen Adventskalender, diesmal von der Pinkbox, dabei hatten. Ja, ich weiß, ich spreche ein bisschen komisch. Doreen. Das ist wieder Hydra Plus, Multivitamin und ein Lift Express. Ich finde, das ist ein gutes Produkt. Ich finde, es ist auch brauchbar, aber die Adventskalender sind schon relativ ähnlich. Also ihr braucht nicht beide. Also es ist auch außergewöhnlich, dass Leute, ich sag mal, so viele Adventskalender kaufen wie ich. Also jetzt so mehrere Schmuck-Adventskalender, die Pinkbox, die Barbara-Box und was ich alles noch gekauft habe, was ich euch noch nicht verraten möchte, weil das sind ja alles Überraschungen. Ich finde, weil es in dem Pinkbox ein normales Türchen war, hätte ich hier noch ein größeres Highlight. Ich meine, es war nur Purelay und es war Adventskalender und trotzdem hätte ich vielleicht da auch was Hochwertigeres gerne drin gesehen. Trotzdem finde ich Barbour Ampullen richtig, richtig cool. Also wenn mich keiner weiß, dass ich die Ampullen-Sachen liebe, weil sie wirklich dem Haut so ein Gefühl von Frische geben. Richtig, richtig toll. Kann ich nur empfehlen. Also ich habe ja zweimal Barbour Ampullen, die werde ich auch nicht abgeben. Also insgesamt war es eine bunte Mische. Und ich muss sagen, ein paar Sachen waren tatsächlich richtig Flops für mich persönlich. Tut mir leid, wie hier zum Beispiel Just Spices, weil wir das nicht benutzen werden. Das ist mein Sohn schon wieder. Ein doppeltes Kess-Türchen und so weiter. Ich habe es ja in dem Verlauf gesagt. Es waren zum Glück nicht so viele, ich sag mal, Probeprodukte drin wie die. Und es waren Fußsatzgrößen. Hauschka ist super. Das kannst du einfach nicht sagen. Kess ist super. Insgesamt ein gutes Adventskalender mit ein paar Schwächen. Ich würde niemals, never ever den Normalpreis dafür zahlen, bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich zu euch. 119 Euro wäre es mir nicht wert. Aber ich finde, wenn wir mal von den Produkten, ganz ehrlich, das kostet, Tates kostet, dann Hauschka kostet und so weiter. Da habt ihr locker einen Mehrwert drinnen und noch zusätzliche Sachen, die ihr abgeben könnt. Und von daher passt dieser Adventskalender zu meinen gezahlten 60 Euro. Ich würde aber nicht viel mehr dafür ausgeben. Das Videos hier mit Adventskalendern sollen auch immer euch ein bisschen helfen, dass ihr schauen könnt, will ich ihn oder will ich ihn nicht? Wie viel will ich dafür bezahlen? Was ist drin und so weiter, damit man so einen Einblick kriegt, wie interessant ist das für mich. Und deswegen habe ich tatsächlich auch immer ein bisschen viele. Ich kaufe sie mir selber. Ich liebe diese Videos. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.